So, guten Morgen, Knas. RDLP hier und weiter geht's mit Sherlock Holmes und dem dritten Fall von Sherlock Holmes. Aber bevor wir hier loslegen mit dem dritten Fall, möchte ich den zweiten Fall, wie im letzten Video angekündigt, nochmal kurz Revue passieren lassen, weil ich habe gestern nochmal darüber nachgedacht. Das hat mich nicht losgelassen. Und es gibt einfach zu viele Sachen, die mich daran stören. Und ich habe das auch auf Steam gefragt, aber andere haben das auch schon auf Steam gefragt. Die hatten dasselbe, und zwar, the second case doesn't make any sense. Also, er macht für mich keinen Sinn. Und zwar, genau, ich habe hier geschrieben, dass Alberts Motiv, ich habe Albert geschrieben. Ich habe geschrieben, dass Albert ein krasses Motiv hatte, dass er zurückgelassen wurde. Natürlich. Als ich dieses krasse Motiv gestern erfahren habe, durch diese Tempelszene, dann war es klar, okay, das muss Albert sein, das ist ein stärkeres Motiv als der anscheinende Aberglaube von Marley. Aber es gibt so viele Plotholes, also wo ist die verdammte Statue? Ich dachte wirklich, die ist bei Marley, bei seiner Fabrik, das hätte ja auch Sinn gemacht, der hätte sie da einschmelzen können und zackedi zack, wäre sie weg gewesen. Warum macht Marley dann überhaupt solche mechanischen speerwerfenden Statuen, wenn er keinen umbringen will, nur zur Demonstration oder zur Unterhaltung? Warum? Und warum denkt Sir Charles, dass eine Statue weggerannt ist, wenn das doch ein kleines Kind war? Beziehungsweise es ist ein Erwachsener, aber der sieht aus wie ein kleines Kind, also Alberts Komplize, der ihn da mit dem Speer abgeworfen hat. Wieso denkt Sir Charles, das war die Statue? Und er meinte ja auch, er hat nach dem Speerwurf metallische Geräusche gehört, die weggelaufen sind. Hat das kleine Kind Dosen an den Füßen gehabt oder Dosen statt Sandalen oder getragen oder wie muss ich mir das vorstellen? Und wenn Sir Charles schon sagt, der wirklich nicht an diese Flüche glaubt und den das gar nicht interessiert, was es da für Flüche gibt, wenn der schon sagt, ich habe die Statue wegrennen sehen, dann glaube ich ihm das auch. Und der größte Fehler in dem ganzen Ding ist halt die Attacke auf Albert, die ja anscheinend jetzt vorgetäuscht war. Woher wusste Albert denn, wann Sherlock Holmes und Watson da hinkommen? Und woher wusste er überhaupt, dass Sherlock Holmes und sein Kollege Watson ihn überhaupt finden werden? Ich meine, klar, er hat seine Jacke im Krankenhaus vergessen, aber ein Allerweltsmensch kann daraus nicht schlussfolgern, wo sich Alberts Haus befindet. Und er kannte Sherlock Holmes bis dahin ja nicht, also konnte er auch nicht davon ausgehen, ach, der wird das safe schlussfolgern. Also das macht für mich absolut keinen Sinn. Und selbst dann, warum sollte er das dann vor den beiden unbedingt vortäuschen? Es macht absolut keinen Sinn irgendwie. Ich habe noch mehr Plotholes, die fallen mir jetzt alle nicht ein mehr gerade. Aber das war auch im ersten Fall so und ich habe gestern wirklich nochmal das komplette Forum durchsucht. Da hatte ich ja auch erst gesagt, der Lord Marsh ist unschuldig und eigentlich ist das auch die naheliegende Schlussfolgerung gewesen, weil ja, diese ganzen Dankesbriefe und privat hat er ja auch so geschrieben, dass er den Leuten helfen will und so. Ich meine, private Briefe, die nicht dazu bestimmt sind, dass sie jemand liest, warum sollte er darin so nett schreiben mit den Armen? Das macht überhaupt keinen Sinn auch wieder. Aber gut, der erste Fall, der war vielleicht noch ein bisschen logischer, aber ich finde, der zweite Fall ergibt überhaupt keinen Sinn. Also Marley muss es sein, anders kann man die Hinweise nicht zusammenwurschteln, dass es irgendeinen Sinn ergibt. Und ja, und vor allem das mit dem Fluch, Sir Charles muss von diesem Fluch gewusst haben. Ich glaube aber, er glaubt einfach nicht daran. Aber egal, ich will den zweiten Fall jetzt abschließen. Für mich, mit den Hinweisen, ergibt es eigentlich nur Sinn, wenn Marley das war. Ich weiß nicht, warum sie das noch mit dem Tempel da eingebaut haben, vor allem mit diesen 2000 Rätseln. Also ich finde, der zweite Fall war echt geil, bis zu dem Moment mit dem Tempel. Das hat's echt versaut. Also so funktionieren Mordfälle auch nicht. Ich glaube, die Entwickler haben so versucht, dass jeder irgendwie verdächtig wirkt. Aber so funktionieren Mordfälle in der Realität nicht, ja? Du kannst nicht jedem einfach was unterschieben da als Entwickler. Du musst halt, ja, keine Ahnung. Also ich bin mit dem Ausgang halt absolut nicht zufrieden. Das wollte ich dir nur mal kurz ansprechen. Mr. Orson Wilde ist hier. Ich werde bei Miss Alice übernachten. Was? Schon vergessen? Orson Wilde, du weißt schon, ein Was? amerikanischer Ich gestern Theaterstar. mal den Er ist Rätseln. zu Besuch und bleibt bei uns. Du hast es vergessen. Nein, nicht das, sondern dass du bei Miss Alice übernachten willst. Ja, richtig. Sie hat es vorgeschlagen. Sie meinte, du würdest sicher nichts dagegen Ich haben. doch nicht. Hab Spaß. Ablehnen mit einer Ausrede. Ach komm, ja, ich vertraue der Miss Alice aber wirklich nicht.
Ich vertraue dir wirklich nicht, aber ich glaube nicht, dass die meiner Tochter was antun wird. Eingeschnappt reagieren, ich bin kein eingeschnappter Typ. Andere Lösung vorschlagen, willig ablehnen mit einer Ausrede. Ich benutze tatsächlich nie Ausreden, also auch im echten Leben nicht. Wenn mich jemand zu einer Party einlädt und ich habe keinen Bock, was so gut wie nie vorkommt, aber wenn ich keinen Bock hätte, dann würde ich einfach sagen, nee, sorry, ich fühle das heute nicht, anstatt irgendwie zu sagen, ich bin krank, was mir sowieso keiner glaubt, weil RDLP nie krank ist. Nee, also das ist keine Option. Ich reagiere nie eingeschnappt. Andere Lösung vorschlagen. Ich will eigentlich wirklich nicht. Also sonst ist mir das egal. Aber nachdem wir diesen Brief von dieser Miss Alice gesehen haben, dass die irgendwas mit mir vorhat, vielleicht ist sie auch nur verliebt in Sherlock, das kann ja auch sein, aber ich glaube es eher nicht. Aber sie mag halt Miss Alice so gerne. Nee, ich muss noch öfter mit Miss Alice reden, damit ich ihr mein Kind überantworten kann. Es tut mir leid. Nee, das kann ich nicht. Nee, ich schlage eine andere Lösung Warum vor. bleibst du nicht bei Mrs. Hudson? Ja, das Aber finde ich Miss besser. Eglin hat mehr mit Miss Alice gemeinsam und sie Miss versteht Hudson, du sich so nimmst die. Es gut. gibt auch 5 Dollar pro 3 Mrs. Stunden. Hudson, Mr. Wald ist hier, um den Charakter von Vater für sein nächstes Stück zu studieren. Und er wird nicht enttäuscht sein, oder? Vater ist so dickköpfig. Ja, ich bin halt Stier vom Sternzeichen. Was hast du Ich erwartet? fasse es nicht. Der große Sherlock Holmes. Ich bin mir sicher, dass wir mit unseren beiden Gehirnen. Gehirnen? Wieso ist der Sound jetzt wieder so leise? Ich stelle das gleich wieder hoch. Sorry, Leute. Keine Ahnung, was manchmal mit dem Spiel hier falsch ist. So, was gibt's hier? Er hat einen Schnurrbart. Ist ja Wahnsinn. Ja, kann ich hier nichts analysieren in seinem Gesicht? Ja, das ist ein Halstuch. Ja, amerikanischer Stolz will auffallen. Ich denke, er ist stolz auf Amerika. So wie der sich anzieht. Britische Zigarettenmarke. Okay. Orson Welles. Ja, komm, der hat auch den Adler auf seinen Stiefeln. Das macht nur Sinn, wenn er da stolz drauf ist. Selbstverliebt, Schauspielerwerkzeug. Ich denke, hä? Taschenspiegel? Ich denke, das ist eher Schauspielerwerkzeug, weil er muss ja irgendwie sein Make-up mal checken. Was war das jetzt? Ja, das ist amerikanischer Stolz, denke ich mal. Der will Amerikaner sein, der Junge. Habe ich hier irgendwas übersehen? An den Händen vielleicht. Was heißt ungenau? Es war genau, du Oller Hans. Der noch nicht ganz 30 Jahre alte Orson Welles ist ein Star der amerikanischen Theaterszene auf und ist nach London gekommen, um sich auf die Rolle des Sherlock Holmes vorzubereiten. Ach so, das soll ich sein? Oh Mann, das sieht eher aus wie keine Ahnung, eine Moorleiche wieder oder irgend so ein Gespenst oder so. Nice. Oder wie jemand, der zu viel seinen Kopf in den Waschpulvereimer gesteckt hat. Eher so. Es ist möglich, dass er sein Studium bereits vorher begonnen hat. Er raucht dieselbe Tabaksorte wie Holmes. Holmes raucht. Er ist narzisstisch veranlagt und folgt den neuesten Modetrends. Ja, es kann aber auch ein Schauspielerwerkzeug sein. Ich habe das jetzt so interpretiert, dass er sein Make-up checken muss und so. Und deswegen dieser Taschenspiegel. Natürlich, er kommt schon ein bisschen narzisstisch rüber, aber nicht, weil jemand einen Spiegel dabei hat. Das kann auch dazu sein, um sein Make-up zu checken. Er besitzt das Werkzeug eines jeden ernsthaften Schauspielers, ein Taschenspiegel. Oh, okay, dann war meine Analyse doch richtig. Die Anstecknadel an seinem Revers beweist seinen amerikanischen Stolz. Ja, warum ist das Mr. ungenau? Ich habe doch Wilde, alles geschlussfolgert. Zimmer. Egal. Reizend. So eine faszinierende Stadt. Wir müssen reden. Lieber nicht. Du wirst wieder verärgert sein. Wiedersehen, Mr. Wilde. Ich doch nicht. Bester Vater auf der Welt, RDLP. Ist es schon 5 Uhr? Ich denke, ich werde Mrs. Hudson um eine Tasse Tee bitten. So, und was ist jetzt der Fall? Noch ein Brief, na ganz toll. Und dieser Arzt Fischer, der mir so einen Drohbrief geschickt hat, der hat auch noch nichts gemacht. Der hält immer noch die Füße still. Der hat sich wahrscheinlich doch eingepinkelt vor Angst in seiner Gefängniszelle. Von dem hören wir nie wieder was.
Mr. Holmes, ich heiße Tabitha Fulk und bin eine der Krankenschwestern des Westgate-Gefängnisses. Ich kümmere mich bis vor kurzem um Mr. Albert, der mich bat, Ihnen nach seinem Tod zu schreiben. Bis zu seinem letzten Atemzug blieb er wütend und verbittert und weigerte sich, den Allmächtigen um Vergebung zu bitten. Ihnen, Mr. Holmes, warf er vor, ihm seinen letzten Wunsch verwehrt zu haben. Ihn in seinen letzten Tagen zu beobachten, war eine sehr traurige Angelegenheit. Respektvoll, Tabitha Falk. Du, es ist nicht mein Problem, ja? Also, ich habe gestern nochmal so überlegt, ob ich ihm nicht doch Gnade gewährt hätte haben sollen, weil die hatten es ja schon ein bisschen verdient, weil sie hatten ihn da zurückgelassen und so. Aber, ja, die jetzt alle umbringen deswegen. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Münze wäre, weil sie haben ihn ja zurückgelassen, das stimmt. Aber sie haben ihn ja nicht aktiv umgebracht oder versucht umzubringen. Ihnen war es dann bloß egal, was mit ihm passiert ist, und sie wollten das vertuschen. Dafür verdienen sie es vielleicht, 30 Tage bei ihm im Keller gefangen gehalten zu werden, aber ob sie jetzt abgeschlachtet gehören mit einem Speerwurf und so, deshalb habe ich auch gesagt, keine Gnade. Und der kann sich jetzt nicht bei mir beschweren, dann hätte er das Verbrechen besser planen sollen, beziehungsweise der Fall macht sowieso keinen Sinn. Und wenn es nach mir gegangen wäre, beziehungsweise nach den Hinweisen gegangen wäre, nach logischen Schlussfolgerungen, muss es Mr. Marley sein. Aber egal, sein letzter Wunsch, was war denn sein letzter Wunsch? Noch mehr Heroin taken und zu Hause rumheulen? Interessiert mich nicht, ich habe da absolut kein Mitleid mit. Also wäre mir das im echten Leben passiert, ich hätte da absolut kein Mitleid. Das kratzt mich nicht die Bohne. Soll er mir die Schuld geben? Ich kann immer noch schön schlafen nachts. Ja, ist halt wirklich so. Ne? Er bringt da die Leute um mit so einem komischen, aus Brasilien illegal eingewanderten Kleinwüchsigen. Und ich soll die Schuld daran haben, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mein Hamster tanzt ins Komplettballett. Wo ist denn dieser Typ hin? Der ist doch hier reingelaufen. Ah, Wild hat sich schon regelrecht breit gemacht. Ja. War hier erstmal am Pumpen, hat seine Hanteln rausgeholt. Und dabei einen durchgezogen, deswegen ist er jetzt breit, natürlich. Wir durchsuchen auch einfach seine Sachen. Eine perfekte Tarnung. Brauchen Schauspieler all das? Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Das ist Theaterschminke. Ja, das ist ein Pinsel. Das ist ein Pinsel. Ah, okay. Ich nutze die gleichen Make-up-Pinsel. Oh, Holmes, was ist mit dir los? Wieso Make-up? Oh, shit. Oh, Kokain, Gesichtspuder. So. Ist ja zu schön. Da ist ja mein Hut. Vater? Ich probiere gerade. Du hast da etwas im Gesicht. Ist das etwas Kokain? Kann schon sein. Ich probiere gerade meine Masken aus. Mit dem Vater ist es, glaube ich, auch nicht einfach. Nein, nicht anfassen! Oh Mann, du hast meinen Schreibtisch ruiniert und ich wollte ja den Sound lauter machen. Muss ich gleich noch eben, habe ich vergessen. Ah, Mrs. Hudson, mit dem Tee. Nicht ganz. Wir bekommen Besuch von einer Dame, die recht ratlos zu sein scheint. Guten Tag, Gentlemen. Mein Name ist Mary Sutherland. Ich komme zu Ihnen, Mr. Holmes, weil ich alles dafür geben würde, zu erfahren, was aus Mr. Hosmer Angel geworden ist. So ungeduldig, Miss Sutherland. Ja, okay. Mr. Hosmer Angel ist verschwunden. Und mein Vater, Mr. Windybank, unternimmt nichts. Das macht mich so wütend. Tja. Kann ich jetzt den Sound bitte lauter stellen? Die taucht hier einfach bei mir auf, ja, ohne anzuklopfen, sprintet hier in mein Haus und will, dass ich so einen Angel finde. Ich bin nicht verdammt nochmal Jesus hier. So, gut, wir analysieren erstmal das Gesicht. Das kommt zuerst. Diesmal kriege ich das alles hin. Abdruck, trägt oft eine Brille. Das ist, da komm Leute, das ist, das... Dann muss das wirklich eine stramme Brille sein. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand solche Brillenabdrücke bekommt. Shit, ich verkacke schon wieder hier komplett. Will auffallen. Sie ist reich. Ja, wer reich ist, will auffallen. Das ist doch Grütze. Aber ihre Ausdrucksweise lässt schon darauf schließen, dass sie reich ist. Verlobungsring, Familienerbstück. Das ist ein Verlobungsring. Dann helfe ich dir nicht, wenn du nicht Single bist.
zwei unterschiedliche Schuhe. Vielleicht trägt sie das ja so. Okay, ich glaube, die ist halb blind, wenn sie keine Brille auf hat. So, gibt's denn noch irgendwas? Schneller, schneller, schneller. Geh noch mal runter, da ist noch was. Komm schon, komm schon, komm schon. Was? Ich hab's abgeschlossen? Das war diesmal alles richtig? Mary Sutherland ist eine gutmütige junge Frau im Alter von 25 Jahren. Sie hat ziemlich schlechte Augen. Sie hat nicht bemerkt, dass sie zwei unterschiedliche Schuhe trägt. Vielleicht ist das ja der neue Trend. Mary ist eine wohlhabende junge Dame. Sie ist verlobt. Ja. Und deshalb kann ich dir nicht helfen. Ich helfe nur attraktiven Single-Frauen, ist ja wohl klar. So. Mr. Windybank ist sicher ihr Stiefvater, da ihre Namen nicht gleich sind. Stimmt, ich nenne ihn Vater, auch wenn er kaum älter ist als ich. Ihre Mutter ist noch am Leben? Oh ja, aber ich war nicht begeistert, als sie so schnell nach dem Tod von Vater wieder heiratete. Und dann noch einen so viel jüngeren Mann. Ah ja. Wer ist der Typ? Was verbindet sie mit diesem Mr. Hosmer Angel? Ich lernte ihn auf einem Ball kennen. Mr. Windybank wollte nicht, dass Mutter und ich hingehen. Er möchte nie, dass wir ausgehen, aber auf den Ball wollte ich unbedingt. Zum Glück musste er geschäftlich nach Frankreich reisen und konnte so nichts dagegen tun. Bist du nicht schon erwachsen? Kannst du nicht machen, was du willst? Danach trafen wir uns wieder und gingen öfters zusammen spazieren. Aber dann kam Vater zurück und wir hörten auf, uns zu sehen. Ja, gut. Ich verdächtige den Vater direkt. Warum möchte Ihr Stiefvater nicht, dass Sie ausgehen? Nun, ist ein Kontrollfreak. Er ist der Meinung, dass eine Frau im Kreise ihrer Familie glücklich genug sein könne. Das sind doch mal rosige Ansichten hier. Also, früher war doch alles besser, Leute. Nee, Quatsch. Was ein Dünnschiss. So, Verabredung. Wollte Mr. Angel Sie danach nicht mehr wiedersehen? Nun, Vater wird in einer Woche wieder verreisen. Wieso labert der was? Und Hosmer schrieb mir, dass es wohl besser wäre, wenn wir uns nicht sehen würden, solange Vater noch da ist. Danach hörte er auf zu schreiben. Ja, gut, dann muss ich aber wissen, ob er dein Verlobter jetzt ist. Oh ja, gleich nach unserem ersten Spaziergang haben wir uns verlobt. Die ist aber schnell. Ist bestimmt schon schwanger, die Olschke hier. Oh Mann, ey. Adresse. Wie ist Mr. Angels Adresse? Das weiß ich nicht wirklich. Seine Briefe habe ich alle an ein Postfach in der Leadenhall Street geschickt. Du bist verlobt mit ihm und weißt nicht, wo er wohnt? Ja, sie hat ihn bestimmt gar nicht im echten Leben mal getroffen. Nur über World of Warcraft. Ja, auf jeden Fall hier. Haben Sie ein eigenes Auskommen? Ja, ich habe geerbt. Von meinem verstorbenen Onkel Ned in Auckland. Ja, als ob die arbeitet. Dann haben Sie natürlich alles, was man sich wünschen kann. Nun, ich lebe bei meiner Familie und will ihr nicht zur Last fallen. Daher verfügt sie über das Geld. Ja. Kann ich hier noch irgendwo nachhaken? Etwas über Mr. Angel erzählen. Er ist sehr schüchtern. Er geht lieber abends mit mir spazieren, um Diskretion zu wahren. Ich habe eine Vermisstenanzeige in der Zeitung aufgegeben. Hier haben Sie eine Kopie und einen Brief von ihm. Ha, ein Liebesbrief. Ja, verstehe. Du bist kein Ermittler. Ich vermutet habe, das bestätigt meine Schlussfolgerungen. Welche Vermutungen, Mr.? Mr. Wilde, Holmes, sagen Sie es ihr. Was soll ich sagen? Du nervst. Darf ich den Brief jetzt mal lesen, du Hans? Oh, der regt mich voll auf. Du bist nicht ich und wirst auch nie ich sein, Sam. Mary Sutherlands Fall lösen. Ja, mache ich sofort. Gar kein Problem hier. So, öffentliche Anzeige. Vermisst. Ein Gentleman namens Hosmer Angel ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Mr. Angel ist ca. 5 Fuß 7 Zoll groß sowie kräftig gebaut und hat eine blasse Haut. Seine Haarfarbe ist schwarz. Er trägt einen buschigen Backenbart und einen Schnurrbart. Für gewöhnlich trägt er eine getönte Brille. Das letzte Mal wurde Mr. Angel in einem schwarzen Seidengehrock, einer schwarzen Weste sowie einer grauen Harris Tweedhose gesehen. Er arbeitet in einem Büro in der Leadenhall Street. Bitte melden Sie sich umgehend, sollten Sie Informationen zu seinem Verbleib haben. Hinweise mit Hilfe derer dieser Gentleman gefunden wird, werden fürstlich belohnt werden. Das interessiert mich nicht, die Belohnung. Ich will nur den Fall lösen. Blasse Haut, kräftig gebaut, schwarz, buschigen Backenbart, Schnurrbart, getönte Brille.
einen schwarzen Seidengehrock, einer schwarzen Weste sowie einer grauen Harris-Tweed-Hose gesehen. Das unterstreicht seine schüchterne Art. Er trägt nur dunkle Klamotten, will also nicht auffallen. Okay. Ich hätte gerade gedacht, dass der Mr. Wild das ist, nachdem ich die Beschreibung gelesen habe, aber das ist natürlich eigentlich Quatsch. Meine geliebte Mary, sorge dich bitte nicht. Glaubst du etwa, ich sage etwas zu deiner Familie, die nicht das Geringste von Liebe versteht? Wir hatten eine wundervolle Zeit zusammen, als dein Vater in Frankreich war. Oder nicht? Viel zu wenig Zeit, aber genug für mich zu wissen, dass du die Liebe meines Lebens bist. Ah ja, von jetzt an möchte ich keine Sekunde ohne dich verbringen. Nichts wünsche ich mir sehnlicher. Ich liebe dich über alles und ich warte ungeduldig darauf, dass dein Stiefvater wieder verreist, damit wir uns endlich wiedersehen können. Hosmer Angel. Und das ist voll knuffig, ey. Das könnte glatt von mir kommen. Also wirklich. Von jetzt an möchte ich keine Sekunde ohne dich verbringen. Okay, der ist komplett verliebt. Das ist also ungewöhnlich, dass er, ja, Liebe meines Lebens und so weiter. Ich finde, er übertreibt ein bisschen für die kurze Zeit. Aber das zeigt auf jeden Fall, dass er nicht einfach verschwinden würde ohne sie. Was? Nein, nicht beenden. Das ist seltsam. Der Liebesbrief wurde getippt. Das stimmt auch, das wollte ich gerade noch ansprechen. Weil Liebesbriefe sind ja eher was sehr Persönliches. Und vor allem zu der Zeit, warum sollte man die dann auf einer Schreibmaschine abtippen? Also, das finde ich komisch. Und er hat ja nicht mal mehr unterschrieben. Gewöhnliche Tinte, nichts Besonderes. Ja, das sagst du. So. Gute Papierqualität, recht glatt. Wie, das war's? Da war doch noch ein Logo. Ich will keinen Abschnitt überspringen. Hallo. Ach so. Wir hatten eine wundervolle Zeit zusammen, als dein Vater in Frankreich war. Miss Sutherland traf Hosmer Angel nur dann... Ja, das hatten wir schon im Dialog. Danke. Hier ist nichts. Was soll ich denn jetzt so anklicken, du Hans? Ich will den Abschnitt nicht überspringen. Ich kann hier bloß nichts mehr machen. Okay. Hosmer Angel hat den Brief nicht unterschrieben. Habe ich schon gesagt. Habe ich schon gesagt. Brief genauer an. So, gut. Hier muss doch ein Hinweis zu finden sein. Einige Buchstaben weisen spezifische Druckfehler auf. Das habe ich sofort gesehen. Sutherland, haben Sie noch weitere Briefe von Mr. Angel? Leider nein. Aber ich habe einen Brief von meinem Vater aus Paris dabei. Okay, da bin ich jetzt richtig gespannt. Okay, der Brief ist wahrscheinlich von Ihrem Vater geschickt worden und nicht von... ja, das ist auf jeden Fall dieselbe Handschrift. Also, nicht die Handschrift, es ist ja getippt. Ich meine jetzt von der Satzstruktur. Liebe Mary, ich habe die Gelegenheit gefunden, dir diesen kurzen Brief zu schreiben und hoffe, dass es dir und deiner Mutter gut geht. Frankreich ist reizend, aber hier ist es auch nicht anders als sonst wo. Überall Halunken, die ihren Frauen etwas vormachen und sie schlecht behandeln. Heutige Männer sind so ehrlos, sie zögern nicht, jemandem das Herz zu brechen. Ich hoffe, du hast eine folgsame Tochter und kümmerst... Du bist eine folgsame Tochter und kümmerst dich um deine Mutter und hörst auf meinen Rat, zu Hause zu bleiben. Ich bin bald zurück, dein Vater. Okay, aber ich glaube trotzdem, dass dieser Mr. Angel Homesler oder wie der heißt, auch wenn das jetzt nicht sein Brief ist, wenn die sich direkt verlobt haben und so, dass das schon von ihm hätte sein können, der vom Inhalt der Brief. Aber ich weiß nicht, warum der Vater den Brief faked und ihr dann sowas schreibt. Also das ist ein bisschen komisch. Vielleicht wollte er wirklich nur... Nee, das macht keinen Sinn. Wenn der Vater das war und ihn verschwinden lassen hat, dann hätte er ja nicht geschrieben, ich will nie wieder ohne dich sein und so, damit sie sich noch mehr Sorgen macht. Dann hätte er geschrieben, ja, sorge dich nicht um mich. Das hat er geschrieben, ich bin mal kurz auf Achse mit den Jungs oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. So, ansehen. Auch dieser Brief ist maschinengeschrieben. Ist natürlich noch kein Beweis, aber die Satzstruktur ist, ja, komm. Gewöhnliche Tinte, nichts Besonderes. Ja, komm. Recht gewöhnliches Papier. Von hellgelber Farbe. Ich hoffe, du bist eine folgsame Tochter. Meinen Rat, zu Hause zu bleiben. Ja, das hatten wir auch schon im Dialog. Das ist die Unterschrift des Stiefvaters. Der Stiefvater will, dass seine Tochter zu Hause bleibt.
Sehen wir uns diesen Brief genauer an. Hier ist auch schon wieder so ein Druckfehler. Okay, das ist eindeutig jetzt. Einige Buchstaben weisen spezifische Druckfehler auf. Das ist schon Beide Fingerabdruck. Briefe weisen Buchstabenfehler ja. auf. Untersuchen wir sie genauer. Das ist quasi ein Fingerabdruck. Also nicht im gewöhnlichen Sinne, sondern hier. Dieser hier ist fehlerhaft. Gut, dann müsste das ja auch... Warte, wo war das jetzt? Familie. Frankreich hat auch einen. Aha. In ja gut, das ist ein eindeutiger Brieffingerabdruck. Okay, haben wir noch was? Ah, der Fall ist direkt wieder interessant. Achso, das hatte ich. Frankreich hatte ich. So. Noch ein fehlerhafter Buchstabe. Hier ist ein Ü. Und auch hier gibt es eine Übereinstimmung. Wahnsinn. Ja gut, ich hab's ja schon geahnt. Noch ein fehlerhafter Buchstabe. So, wo ist ein Ö? Ein Ö. Ich brauche ein Ö. Überall. Habe ich schon. Heutige Männer sind so ehrenlos zögern hier. Und auch hier gibt es eine Übereinstimmung. Aus den Buchstabenfehlern kann man schließen, dass diese Briefe auf derselben Schreibmaschine... Vielleicht hat er ja seine über eBay versteigert und der Liebhaber hat die ersteigert. Kann ja alles sein. Nee, Quatsch. Was zur Hölle? Wird das hier der superschnelle Superfall oder was? kann ja wohl nicht wahr sein. Das soll jetzt alles gewesen sein oder was? Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Geschäftsreise des Stiefvaters. Mary Sutherland und Hosmer Angel haben sich nur dann getroffen, wenn der Stiefvater auf Geschäftsreise war. Ja. Ne, das... Was? Das passt nicht? Ich dachte, wegen der Geschäftsreise. Okay, warte. So, Brief vom Sutherland. Was? Das muss passen. Da steht doch drin, dass sie zu Hause bleiben soll. Ich raste aus. Abdrücke auf der Nase... Das passt. So, erste Schlussfolgerung, schlechte Augen. Ja. Dann wäre das mit dem Brief auch wohl nicht aufgefallen. Nicht jeder kann Sherlock Holmes sein. Heimlich-thürerischer Mann. Hosmer Angel ist ein recht heimlich-thürerischer Zeitgenosse, was seine Person angeht. Mary Sutherland weiß nicht einmal, wo er wohnt. Ja, und dann noch seine schwarze, dunkle Kleidung. Und er will nur nachts mit ihr spazieren gehen und nicht gesehen werden. Und er ist ja so schüchtern und man weiß überhaupt nichts über den Typen. Aber Hauptsache verloben. Das sind mir die richtigen wieder hier. So, heimlich-thürerischer Mann. Ja, vielleicht will er nur an ihr Vermögen. Das kann natürlich sein. Ja, das passt natürlich nicht, Eddie. Was machst du denn? Ach komm, die passt ja überhaupt nichts zusammen. Brief vom Stiefvater, aus meinem Angels Brief müsste aber passen. Eine Schreibmaschine. Die beiden Briefe weisen dieselben Buchstabenfehler auf und wurden von einer Person auf derselben Schreibmaschine getippt. Ist es reiner Zufall? Ja, auf keinen Fall. So, ich glaube nicht an Zufälle, vor allem nicht bei Verbrechen. Marys Vermögen. Geschäftsreise des Stiefvaters. So. Gelegenheit, Mary hatte die Gelegenheit, zu anderen Menschen Kontakte zu knüpfen, ohne dass ihr Stiefvater davon wusste. Yep. Das stimmt wohl. Hä? Das hatte ich doch gerade schon angeklickt. Naja, egal. Warum das jetzt passt. Was? Ich bin hier noch nicht fertig! Seltsames Verhalten. Aus irgendeinem Grund traf sich Hosmer Angel nur dann mit Mary, wenn ihr Stiefvater auf Geschäftsreise war. Schüchtern. Marys Stiefvater weiß nichts von ihrer Beziehung zu Hosmer Angel. Mr. Angel ist ein zurückhaltender und schüchterner Mann, der Mary keine Probleme bereiten wollte. Ja, seltsam ist das nicht, wenn der Vater dagegen ist, aber der Stiefvater weiß es dann ja, wenn er den Brief abgetippt hat. Ist eine logische Schlussfolgerung. Aus irgendeinem Grund traf sich Hosmer Angel nur dann mit Mary, wenn ihr Stiefvater auf Geschäftsreise war. Warum aus irgendeinem Grund? Das wird doch im Dialog gesagt. Der Vater ist dagegen. So, der Vater will, dass sie zu Hause bleibt. Sie kann sich ergo nur treffen mit ihm, wenn er auf Geschäftsreise ist. Gut, vielleicht hat er ja auch irgendwelche Motive, dass er sie nur alleine treffen will. Es ist seltsam, aber ja, das zweite ergibt halt einfach keinen Sinn. So, das letzte machen wir auch noch kurz. Was?
Geld. Die Familie möchte, dass Mary bei ihr bleibt und nicht heiratet, weil sie sonst nicht mehr auf Marys Geld zurückgreifen können. Das kann natürlich sein, dass der Stiefvater deshalb ihr sagt, sie soll zu Hause bleiben. Kann natürlich sein. Sorgen, Mary und ihr Stiefvater vertrauen einander. Er möchte, dass Mary zu Hause bleibt und nicht ausgeht, weil das seiner Meinung nach das Beste für sie ist. Ja. Das weiß ich nicht. Also, ist halt beides möglich. Ich weiß zu wenig über den Vater. Ich müsste mit dem reden, um den richtig einschätzen zu können. Jetzt nach dem, was geschildert wurde und dass sie ihn auch Vater nennt und alles. Ich würde dann... Ja, wobei, Vertrauen tun sie sich ja irgendwie auch nicht, wenn Mary ihn so hintergeht. Das meine ich mit unpräzisen Formulierungen. Das ist beides möglich. Sorgen. Ja. Ja gut. Dann muss das sein. Wie gesagt, weil das ist auf jeden Fall richtig mit der einen Schreibmaschine. Trotzdem, ich finde auch, dass das möglich ist. Ich weiß halt einfach zu wenig darüber. Und es gibt so teils Hinweise, aber das habe ich ja jetzt auch schon benannt. So, Lügner. Marys Stiefvater lügt. Er ging nicht auf Geschäftsreise, als er herausfand, dass Mary ihm nicht gehorcht. Ja, verreist. Marys Stiefvater ging auf Geschäftsreise, was Mary die Gelegenheit bot, sich heimlich mit Hosmer Angel zu treffen. Ja, eigentlich macht es nur Sinn mit den Hinweisen, die ich habe, dass er lügt. Windy Bank ist Angel. Was? Marys Stiefvater Mr. Windybank nahm die Tarnidität von Mr. Holmes Angel an, damit seine Stieftochter samt ihrem Vermögen weiterhin in seinem Haus lebt. Stopp, der Fall ergibt ja schon wieder keinen Sinn, das zackt jetzt wirklich. Hä, sie meint... Stopp. Sie meinte doch, sie ist doch mit ihm spazieren gegangen. Bin ich jetzt total bescheuert? Hier, Baker Street. So ungeduldig. Okay, wir lesen uns das nochmal durch, ist mir jetzt egal. Mr. Home und mein Vater, Mr. Windybank, unternimmt's nichts. Das macht mich zu wütend. So. Blablabla, stimmt, ich nenne ihn Vater. Ihre Mutter ist noch am Leben. Auch wenn er kaum älter ist als ich, okay. Oh je, aber ich war nicht begeistert, als sie so schnell nach dem Tod von Vater wieder heiratete und dann noch einen so viel jüngeren Mann. Ja, okay, das schließt doch eher nicht auf Vertrauen. Das passt dann schon. Was verbindet sie mit diesem Mr.? Ich lernte ihn auf einem Ball kennen. Sie hat ihn kennengelernt. Das steht hier. Mr. Windybank möchte nie, dass ich ausgehe. Zum Glück musste er geschäftlich nach Frankreich reisen und konnte so nichts dagegen tun. Und da lernte ich Mr. Angel kennen. Danach trafen wir uns immer wieder und gingen öfter spazieren. Aber dann kam Vater zurück und wir hörten auf, uns zu sehen. Nun, er mag das nicht, dass seine Frau bla bla bla. Nun, Vater wird die Wache wieder verreisen und Hosmer schrieb mir, dass es wohl besser wäre, wenn wir uns nicht sehen würden, solange Vater noch da ist. Danach hört er auch zu schreiben. Sind sie verlobt? Oh ja, gleich nach unserem ersten Spaziergang haben wir uns verlobt. Das weiß ich nicht wirklich. Seine Briefe habe ich alle an ein Postfach an der Leiden Hall Street geschickt. Ja, ich habe geerbt von meinem verstorbenen Onkel Ned. Nun, ich lebe bei meiner Familie und will ihr nicht zur Last fallen. Daher verfüge ich über das Geld. Verfügt sie über das Geld. Lieber abends mit mir spazieren. Ja, Vermisstenanzeige. Okay. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Hat er sich verkleidet die ganze Zeit oder was? Die merkt doch wohl, dass das ihr Stiefvater ist, wenn er sich verkleidet. Mr. Angel ist ein Betrüger, den Mr. Windybank beauftragte, dafür zu sorgen, dass sich seine Stieftochter in ihn verliebt, ihm treu bleibt und samt ihrem Vermögen weiter bei ihrer Familie lebt. Er führte den Auftrag aus und verschwand. Was? Mr. Angel ist ein Betrüger, den Mr. Windbank beauftragte, dafür zu sorgen. Ja, also, dass Mr. Windybank Dreck am Stecken hat, ist ja wohl klar. Dass sich seine Stieftochter in ihn verliebt, ihm treu bleibt und samt ihrem Vermögen weiter bei ihrer Familie lebt. Das macht auch überhaupt keinen Sinn, weil warum trifft er sich dann mit ihr heimlich und sorgt eher dafür... Und dann trifft sie ihn beim Ball und der Vater will gar nicht, dass sie da hingeht. Und, hä? Das macht schon wieder null Sinn. Das ist doch scheiße hier.
Und das ist jetzt das andere. Mr. Willibank nach die Tarnidentität von Mr. Hosmer Angel an, damit seine Stieftochter samt ihrem Vermögen weiterhin in seinem Haus lebt. Beides macht keinen Sinn. Es macht beides keinen Sinn. Beide Fälle machen wieder keinen Sinn. Das ergibt nicht mal eine Schlussfolgerung. Wahnsinn. Da kann ich nichts ändern. Was haben die schlechten Augen damit zu tun? Ich glaube, der Fall geht noch weiter. Weil so macht das hier noch keinen Sinn. Was kann ich noch erzählen? So einiges. Ich denke, dieser Fall ist ziemlich klar, nicht wahr, Mr. Holmes? Nicht wirklich, Kollege. Dank diesem Wild wurde mein Analysetisch vollständig zerstört. Ich finde den Fall nicht wirklich offensichtlich, Kollege. Der Fall ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, ich muss den jetzt lösen. Mit den Hinweisen. Willst du mich komplett verkohlen jetzt, oder was? Wozu? Was haben die schlechten Augen jetzt damit zu tun? Oh, okay. Das habe ich total übersehen. Ja, aber trotzdem. Ah, da macht das sogar Sinn. Ja, es macht zwar keinen Sinn, aber dann ist der Betrüger nicht Hosmer Angel. Dann ist der Betrüger ihr Stiefvater. Ja, dann hat er sie verführt, aber es macht trotzdem keinen Sinn. Also auf dem Ball, um zu kontrollieren, ob die Tochter da wirklich hingeht und so weiter. Aber warum verschwindet der dann einfach? Große Wahrheit verschweigen, es würde Mary Sutherland großen Schmerz zufügen, die wahre Identität von Hosmer Angel zu erfahren. Irgendeine ehrliche, liebenswerte Frau, die das Recht hat, ihr eigenes Leben zu leben. Sie verdient es nicht, auf diese Art und Weise hintergangen zu werden. Das stimmt. Ja. Gut, er hat sich verkleidet. Ja, mit der weißen Schminke und so passt das wahrscheinlich auch, weil er ist ja irgendwie so weiß im Gesicht und so weiter. Sie hat schlechte Augen, trägt die Brille nicht mehr. Also das ist das Einzige, was Sinn macht. Aber warum? Nochmal, das ist schon wieder kein so großes, ist schon wieder ein großes Puzzle in diesem Rätsel. Warum? Ich will den Brief nochmal lesen. Hier, Hosmer Angels Brief. Mach dir bitte keine Sorgen. Glaubst du, ich würde etwas zu meiner Familie sagen? Er disst sich selber in dem Brief, wenn er Hosmer Angel ist. Oder nicht? Viel zu wenig Zeit, aber genug für mich zu wissen, dass du die Liebe meines Lebens bist. Das ist schon ein bisschen komisch, sowas zur eigenen Tochter zu schreiben, aber okay. Liebe dich über alles und ich warte ungeduldig darauf, dass dein Stiefvater wieder verreist, damit wir uns endlich wiedersehen können. Ja, jetzt wartet sie geduldig zu Hause, bis der wiederkommt. Und da er nie wiederkommt, bleibt sie für immer zu Hause. Soll das der Fall sein? Das ist doch voll der absolute Schwachsinn. Naja. Ja gut, das ist das Einzige, was Sinn macht. Wir sagen natürlich die Wahrheit. Ja, natürlich wird ihr da Schmerz zufügen. Sie ist ja total verliebt in den. Aber sie verdient es nicht, so hintergangen zu werden von so einem Penner. Wahrheit sagen, Entscheidung bestätigen. Lassen Sie Mr. Angel aus Ihrer Erinnerung verschwinden, so wie er aus Ihrem Leben verschwunden ist. Sie denken, ich sehe ihn nie mehr wieder? Nein. Ich fürchte nicht. Aber was ist mit ihm geschehen? Ihr Stiefvater hat ihre Mutter wegen des Geldes geheiratet und auch ihr Vermögen gerne genossen. Aber angesichts ihrer Vorzüge war es klar, dass sie nicht viel länger ledig bleiben würden, auch wenn er sie am Ausgehen gehindert hat. Er verkleidete sich und tauchte als Mr. Hosmer Angel auf. Er brachte sie fast bis zum Altar und verschwand, bevor es ernst wurde. Ja. Sein Ziel war, dermaßen grob mit ihren Gefühlen zu spielen, dass es einen bleibenden Eindruck bei ihnen hinterlässt. Sie wurden schändlich betrogen, Miss Sutherland. Oh, Mr. Holmes! Nein, das glaube ich nicht! Wir haben uns doch verloren! Das ist echt furchtbar, aber ich muss dir die Wahrheit sagen! Ich würde die Wahrheit wissen wollen! Vielen Dank für alles, Mr. Holmes. Holmes, das wäre auch diplomatisch. Nein. Gegangen. Nein, wär's nicht. Ich bin einer, der immer mit offenen Karten spielt. Ohne Witz. Ich mach hier keine. Ja, der wird schon wieder auftauchen und so. Nein. Besser jetzt voll da reingrätschen, dann kann sie ein neues Leben beginnen, anstatt dass sie da irgendwie in der Schwebe bleibt. Bin ich ein Fan von. Das Ding ist halt, auch wenn sie schwersichtig und kurzsichtig ist, ich meine, die Stimme wird sie ja wohl noch erkennen. Oder redet er die ganze Zeit so? Das macht
Der Fall macht schon wieder also ein bisschen keinen Sinn, aber das sind nur leichte Plotholes. Trotzdem. Ich hätte den Brief ein bisschen anders geschrieben dann. Und zwar nicht so... Ja, das ist, macht er ja total verdächtig, wenn er schreibt, ja, ich möchte keine Sekunde mehr ohne dich sein. Meme, er ist plötzlich weg. Natürlich suchen die nach ihm. Und das Letzte, was der Vater will, ist wahrscheinlich eine polizeiliche Ermittlung. Ja, das macht schon wieder irgendwie keinen Sinn, aber in Ordnung. So, dann wär's das für dieses Video. Ich bedanke mich, RDLP. Und das war der dritte Fall. Ja, tatsächlich. Wir sehen uns dann beim nächsten Fall. Ich glaube, es gibt 6 Fälle. Ich guck nochmal nach, weil den letzten werde ich ja streamen. Und ja, bis dann, RDLP.